tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Giratina vor. Giratina ist ein legendäres Geist-Drache-Pokémon und hat eine Schwäche gegen Drache, Eis, Fee, Unlicht und Geist, eine Resistenz gegen Feuer, Wasser, Pflanze, Elektro, Gift und Käfer sowie eine Immunität gegen Kampf, Normal und fähigkeitsbedingt auch gegen Bodenattacken. Giratina besitzt zwei Formen, die unter anderem seine Statuswerte und Fähigkeit beeinflussen. In der Wandelform sind seine Werte etwas defensiver und seine Fähigkeit ist der Zwinger. In der Urform sind die Werte offensiver und seine Fähigkeit ist Schwebe. Die Urform nimmt es nur an, wenn es einen Platinum-Orb trägt. Dieser verstärkt zusätzlich auch Giratinas Drachen- und Geistattacken um 20%. Giratinas Basiswerte in der Urform sind wie bereits erwähnt etwas offensiver ausgelegt als in der Wandelform. Bei seinen Werten sticht aber immer der enorme KP-Wert hervor. Während der Rest der Werte für normale Verhältnisse immer noch sehr stark, für Legendenmaßstäbe jedoch eher durchschnittlich sind. Die V verteilen wir hier komplett auf Angriff und Initiative, dazu ein hartes Wesen, um den Angriff zu maximieren. Als Attacken nehmen wir Schemenkraft, Drachenklaue, Erdbeben und Schattenstoß. Schemenkraft ist Giratinas Signature Move. Giratina wird eine Runde unangreifbar und schlägt in der zweiten Runde mit seiner stärksten Attacke zu. Schutzschild und Scanner wird dabei von dieser Attacke ignoriert, was der Grund ist, warum diese Attacke überhaupt spielbar ist. Man sagt seinem Gegner zwar ganz genau, was auf ihn zukommt, aber er kann zumindest nicht Schutzschild benutzen, um die Attacke abzufangen und muss auf irgendwas wechseln, was von Geistattacken wenig Schaden bekommt. Insofern keine Unlicht- oder Normal-Pokémon in seinem Team sind, kann er das auch nicht machen. Drachenklaue ist eine Standard-Step-Attacke, zu der ich hier nicht sonderlich viel sagen muss. Erdbeben gibt Coverage gegen bulkige Stahl-Pokémon und Schattenstoß ist eine kleine, aber feine Prio-Attacke. Giratina ist unter legendären Pokémon eine durchaus solide Wahl gegen die meisten legendären Drachen-Pokémon. Durch seinen enormen KP-Pool überlebt es auch Drachenattacken von Pokémon wie Reshiram oder Zekrom und kann selbst mit Drachenklaue seine Gegner enorm schwächen und sie anschließend mit Schattenstoß finishen, beziehungsweise sofern die Gegner nicht in Innen investiert haben, sie einfach mit einer weiteren Drachenklaue zerfetzen. Schemenkraft ist eine effektive Attacke gegen Pokémon wie Lugia, da der auch mit Multischuppe noch sehr viel Schaden davon nimmt. Interessanterweise ist Giratina auch ein guter Check gegen Protogrouden, da dieser, sofern er keine Drachenklaue spielt, keine effektiven Attacken gegen Giratina hat und Giratina mit Erdbeben gut Schaden gegen Grouden drücken kann. Das war's von meinem Urform Giratina und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.